Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Wir sind nicht im Fleisch verpflichtet, Schwestern, so dass wir nach dem Fleisch leben müssten. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Sei Gott. Mich hat die Lesung gestern beim Vorbereiten sehr angesprochen. Denn Paulus ist einer, der sehr, sehr konkret schreibt, der nicht irgendwie herumredet, sondern der klar schreibt. Und mir ist bei dieser Lesung auch gekommen, wie wichtig der Geist ist in unserem Leben. Wenn wir den Geist nicht haben, sind wir eigentlich Marionetten. Und wenn wir vom Geist erfüllt sind, dann sind wir lebendige Menschen. Und welcher Geist in uns lebt, das ist auch ganz wichtig. Jesus ist einer, der einen anderen Geist bringt. Jesus ist einer, der uns auch darauf verpflichtet, etwas zu tun. Wenn wir uns vom Trend dieser Welt leiten lassen, dann sind wir auch Marionetten. Dann haben wir keinen Frieden. Dann haben wir keine Freude. Dann fehlt uns der Sinn. Ein Friede, der uns lebendig macht. Freude, die ansteckt. Einen Sinn, der unserem Leben ein Ziel gibt. Und Paulus denkt nicht leidfeindlich. Wir brauchen nur, mit unserem Leib Gott zu verherrlichen, ist etwas, worauf wir auch bestimmt sind. Unser Leben soll immer wieder Gott verherrlichen. Es braucht einen Leib, der vom Geist durchdrängt ist. Mir ist dabei wieder eingefallen, wir Schwestern pflegen auch täglich das Gebet zum Heiligen Geist. Und der tiefere Sinn ist auch der,
dass der Geist in uns wirken kann, wenn wir ihn dazu einladen, wenn wir bereit sind, das zu tun, was er uns eingibt, bereit sind, das zu tun, wenn es auch gegen meinen Willen geht. Aber was das Wichtige ist, der Geist trägt Früchte. Und zwar einen inneren Frieden, eine innere Freude, Gerechtigkeit, Güte und Menschenfreundlichkeit. Das sind Gaben des Geistes, die von innen heraus wachsen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir heute bei uns selber schauen und uns beobachten. Wie gehe ich mit diesen Früchten des Geistes um? Lasse ich sie in meinem Leben wirken und nach außen sich ausbreiten?